Die Seuchenerfinder können jedes Jahr eine neue Grippewelle erfinden. Aber das ist ja im Grunde immer das gleiche, die gleiche Inszenierung. Sei es MERS, sei es SARS, sei es Corona, sei es Vogelgrippe, sei es Schweinegrippe. Es wird immer von den Experten der Weltgesundheitsorganisation und anderen Virologen und Seuchenbehörden wird eine Panikmache ins Leben gerufen. Da kommt eine Killer-Virus-Grippe auf uns zu. Deutschland kann bis zu 35.000 Tote erwarten. Also man sieht ungefähr, wo das hingeht. Ja? Wir werden unentwegt verarscht, möchte ich fast sagen. Der Virus ist der Schuldige. Also das ist ein Irrsinn, was da gerade an für Volksverdummung stattfindet. Aber dennoch konfrontiert uns dieses Virus mit einer Härte in Europa und in Österreich, wie es sich viele von uns gar nicht vorstellen können. Wir werden unentwegt verarscht, möchte ich fast sagen. Der Virus ist der Schuldige. Also das kannst du mir als Arzt mal sagen, was ist denn wirklich die Problematik? Ist es so schlimm, wie uns alle erzählen? Und sehr geehrte Damen und Herren, ich sage Ihnen das nicht, um Panik zu verbreiten. Die Leute, die kaufen die Regale leer in den Supermärkten, als wenn der Krieg ausbrechen würde. Nicht ganze Städte gleichen Geisterstädten. Das ist Mainstream und das ist aber menschengemacht. Das Virus, um das es geht, ist neuartig. Es gibt kein Medikament und es gibt keinen Impfstoff. Da fehlt bei uns eigentlich diese nüchterne Betrachtungsweise, die einfach mal fragt, und woran habt ihr das erkannt, dass es gefährlich ist? Wie war es denn vorher? Hatten wir das nicht letztes Jahr auch schon? Ist das überhaupt was Neues? Das fehlt. Wir verfügen über ein herausragendes Institut, das Robert-Koch-Institut, das uns die fachliche Bewertung der Situation geben kann. Es wird immer von den Experten der Weltgesundheitsorganisation und anderen Virologen und Seuchenbehörden wird eine Panikmache ins Leben gerufen. Da kommt eine Killer-Virus-Grippe auf uns zu. Deutschland kann bis zu 35.000 Tote erwarten, Schweinegrippe seinerzeit. Wir stehen ganz am Anfang. Alle Mitgliedstaaten, auch diejenigen, die bisher geringe Fallzahlen haben, müssen wissen, dass es nicht möglich ist, den Virus einfach aufzuhalten. Wir sind da ja bei, also nicht wir, sondern die Pharmafirma, sonst hätte man diesen Hype auch gar nicht ausgerufen. Die sind dabei, eine Coronavirus-Impfung zu entwickeln. Und jetzt fließen richtig, richtig viele staatliche Gelder. Wohin? In die Entwicklung. Also sprich in die Kassen der Pharmaindustrie. Ja? Und die haben am Ende ihren Spaß. Dass dann ein hoher Prozentsatz, Experten sagen 60-70% der Bevölkerung infiziert werden, solange dieser Zustand so bleibt. Bundeskanzlerin sagte ja völlig emotionslos, so fast wie nebenbei, dass sich 60-70% der deutschen Bundesbürger anstecken würden an diesem Coronavirus. Das wäre natürlich ein bisschen viel für eine normale Influenza, oder? Nee, das ist einfach so, wenn Sie regelmäßig in dieser Grippewelle, da wird ja immer gezählt, wie viel Prozent der Bevölkerung sind in dieser Woche krank geworden. Und das sind manchmal 5, manchmal 3, manchmal 8%, die dann gerade in dieser Woche dies erwischt hat. Wenn Sie sich mal umhören im Bekanntenkreis, hören Sie auch, oh, mich hat es erwischt und ich habe gerade, das sind ungefähr so zwischen um die 5% rum bis 8% manchmal in der dollen Welle. Und wenn da so eine Grippe 3 Wochen dauert etwa, nicht? Dann haben Sie schon 3x8%, weil jede Woche neue erkranken. Das heißt, Sie haben in einer Grippesaison haben Sie ungefähr 50% der Bevölkerung mindestens, die mal eine Grippe gehabt haben. Wenn Sie sich umhören, wie oft haben Sie letztes Jahr die Grippe gehabt? Die meisten sagen einmal oder zweimal. Und einige sagen, nee, dieses Jahr gar nicht. Also das ist sehr unterschiedlich und deshalb kommt es hin, dass in einer Grippesaison 70% der Bevölkerung eine Grippe kriegen. Und zwar oft mit Fieber und mit unangenehmer Symptomatik, mit Husten und all dem. Das passiert aber jedes Jahr. Und immer sind Coronaviren dabei in der Zahl von 15%. Deshalb, wenn die Kanzlerin jetzt sagt, oh, wir müssen damit rechnen, dass in diesem Jahr 70% der Bevölkerung auch Coronaviren haben. Herr Gott, naja, das war aber immer schon so, Frau Kanzlerin. Da müssen Sie sich nicht aufregen. Also es beruhigt mich natürlich, das zu hören.
die nächste Frage ist dennoch, also wenn wir jetzt die vielen Panikbilder sehen, die aus China im Januar und Februar uns alle hier sehr beunruhigt haben, das Ganze geht ja auch in Italien weiter, völlig überforderte und überlastetes Ärztepersonal. In Spanien höre ich das jetzt auch, da kommen auch viele Berichte bei uns an. Ist das alles jetzt einer gewissen Panik, die ausgelöst wurde, geschuldet? Rennen da jetzt so viele Leute zum Arzt? So langsam hat das auch andere Gründe nachher. Wissen Sie, jetzt inzwischen hat es eine große Firma Roche, kriegt gerade die Zulassung für einen Test und freut sich, dass sie Millionen Tests zur Verfügung stellen will. Diese Tests sind völlig unnötig, aber die Firma Roche wird die sicher verkaufen wollen und die werden sicher dafür sorgen, dass die Panik bleibt, damit sich die Leute testen können. Das heißt, es gibt so Dynamiken, die dann dazu führen, dass das Ganze verstärkt wird. Es gibt Interessen, die dahinter stehen. Ein Virologe ist natürlich wichtig, der will Geld für sein Institut haben, der will immer im Gespräch bleiben und der will auch ganz wichtig sein als Berater der Kanzlerin. Kann er ja auch. Aber das reicht eben nicht aus, sondern das ist eine Sache, da muss man ein bisschen ja, ganzheitlicher sich das angucken, was da passiert in der Bevölkerung. Und das fehlt unheimlich. Da fehlen die Leute, die sich normalerweise um die Häufigkeit von Krankheiten kümmern, die das vergleichen können, die das in Beziehung setzen können zu normalen Werten, damit man sagen kann, da ist was wirklich Besonderes oder das kennen wir jedes Jahr. Und das fehlt mir jetzt unheimlich und ich frage mich schon die ganze Zeit, wer ist das, der dieser Hype die ganze Zeit so füttert und die ganze Zeit, wer hat da gut von? Was soll das alles? Ich frage mich schon die ganze Zeit, wer ist das, der dieser Hype die ganze Zeit so füttert und die ganze Zeit, wer hat da gut von? Was soll das alles? Denn die Menschen sind nicht mehr krank und nicht ernster krank als alle Jahre zuvor. Wir haben jetzt allerdings andere Bedingungen, nämlich wir haben eine weltweite Freiheitsbeschneidung. Menschen werden in Städten eingeriegelt, die Geschäfte werden geschlossen, das Finanzsystem und das globale Geldsystem sind kurz vor dem Kollaps oder befinden sich bereits in freiem Fall. Das heißt, diese Maßnahmen hier, die greifen weitaus tiefer, als es jeder Fall gewesen ist. Ich möchte da noch mal auf eine Sache zurückkommen. Sie sagen, die WHO hat das Wording, die Definition der Pandemie einfach verändert, was ja bis heute dann auch der Fall ist. Gleichzeitig ist zum Ausbruch dieses Coronavirus im Januar China das erste Land gewesen, wo dieses Coronavirus offiziell ausgemacht wurde. Und China ist dann, die chinesische kommunistische Regierung ist dann relativ schnell an die WHO herangetreten und hat gesagt, wir haben jetzt hier einen Notfall, woraufhin die WHO relativ schnell reagiert haben und eben diese Pandemie, also die hat ein bisschen gedauert, aber die Panikmache war damit im Gange. Jetzt weiß man, wenn man sich ein bisschen mit der Sache beschäftigt, dass die WHO finanziert wird, auch von Ländern wie zum Beispiel China, aber auch von Impfspezialisten, Leute, die an Impfstoffen interessiert sind, viel Geld da investieren und forschen, wie beispielsweise die Bill and Melinda Gates Stiftung, die auch in diesem Probeszenario, das war ja diese Übung 201 in New York am 18. Oktober 2019, wo eine Pandemieübung stattgefunden hat zum Coronavirus. Und wie gesagt, Bill Gates finanziert die WHO auch mit sehr hohen Beträgen. Sehen Sie da irgendeine Interessensverbindung? Ja, diese Gelder sind meistens zweckgebunden und das ist nicht in Ordnung. Das heißt, wenn einer dort in die WHO investiert, dann hat er auch bestimmte Erwartungen und nimmt auch Einfluss auf das, was dann dort gearbeitet wird, nimmt Einfluss auf die Besetzung der Positionen, die dort vergeben werden. Und es sind ganz starke Interessenkonflikte, die dadurch entstehen, dass die Länder einfach nicht genügend Geld geben von sich aus, die Nationalstaaten, um die WHO arbeitsfähig zu erhalten und arbeitsfähig zu machen, ohne diese industriellen Mittel, ohne diese Stiftungsmittel und auch ohne die freiwilligen Mittel, die einige Staaten geben, weil sie damit ihre Gesundheitswirtschaft fördern wollen. Einige Staaten funktionieren wie eine Geldwaschmaschine für die Industrie, wenn es um die Finanzierung der WHO geht. Das heißt, das sind alles geirrmarkte Mittel. Das sind Mittel für bestimmte Projekte.
Und das ist problematisch, weil dadurch immer diese Interessenkonflikte entstehen. Die WHO ist nicht frei zu gucken, wo ist die Not am größten, wo müssen wir uns drum kümmern, sondern die WHO kümmert sich um das, wofür sie Geld kriegt. Und das ist problematisch. Ja.